Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 13.09.2020. Zwei Tage noch, dann ist Keynote. Apple-Präsentation. Ich hoffe, dass die iPhones vorgestellt werden. Aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube, das wird im Oktober-Event vorgestellt. Obwohl ich hoffe, dass es früher vorgestellt wird. Normalerweise ist September ja für die iPhones. Aber da es Lieferschwierigkeiten bei den Bauteilen gegeben hat, wird sich das ein bisschen verzögern. Gestern in der Früh war die Volkshilfe da. Und ich habe schon wieder total fettige Haare. Einen Tag nach dem Duschen. Ich weiß nicht, wie die das anstellen. Sogar die Leute, die eigentlich Haare waschen können, bringen es bei mir nicht zusammen. Das nervt mich total und bringt mir auch einfach nichts. Weil ich heute wieder mit fettigen Haaren rumgelaufen bin. Ich war gerade noch geschminkt. Wir waren beim Hörigen. Und ich merke jetzt wieder, wie weh meine gerissenen Zähne weh tun. Weil ich habe ein Prahlfettenbrot mit Zwiebel gegessen. Ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt. Aber und die Rinde von dem Brot war so hart, das hat richtig weh getan beim Reinbeißen. Da ich ja hier und hier das Loch habe, wo die Zähne fehlen. Und nur noch in der Mitte ein paar Zähne stehen. Ja, es war nicht angenehm. Und die Wachauer Brötchen sind auch recht fest zum Beißen. Zwar mit Butter, aber trotzdem haben sie noch eine feste Kruste und das hat auch weh getan. Sonst gibt's nicht viel Neues. Man merkt, dass es schon wieder viel früher dunkel wird. Vorhin war es noch nicht mal 8. Jetzt ist es fast 9:30. Und es ist schon dunkel draußen. Naja, der Herbst kündigt sich an. Nächste Woche sollen wir auch nicht mehr über, ab der Hälfte der Woche nicht mehr über 20 Grad kommen. Und das finde ich blöd. Da fangen wieder die Winterdepressionen an. Ich muss noch rechtzeitig den Moment ein bisschen, an dem ich die Tageslichtlampe verwende. Sonst geht's mir und meiner Familie gut. Die Corona-Zahlen steigen stark. Aber ich habe kein Corona, ich habe Marorohusten und eine Bronchitis. Und deswegen kraschel ich so beim Atmen. Aber wenn ich inhaliert habe, ist es besser. Und naja, so viel Neues gibt es nicht. Morgen kommt keiner. Eigentlich wäre Corinna gekommen. Aber nur bis um 3:30 oder 4, weil sie zu ihrer Mutter muss.
Übermorgen kommt Sonja. Und am Mittwoch weiß ich noch nicht. Am Mittwoch fahre ich zu Christoph. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Arines.